Nachdem der Bruckneudorfer Mario Jaksch seine Kandidatur wegen beruflicher Pflichten nicht wahrnehmen kann, präsentierte FPÖ-Landeschef Hans Schürz den Rohrbacher Gemeinderat und Unternehmer Diplom-Ingenieur Dr. Herbert Schütz als neuen burgenländischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahlen im Mai. Es freut mich deshalb, weil Herbert Schützer nicht nur Auslandserfahrung hat, er spricht perfekt Englisch, ist ein Unternehmer. Das heißt, er ist genau der Mensch, den wir wirklich brauchen für eine EU-Wahl, für die Diskussionsveranstaltungen, die dann stattfinden werden. Schütz betrachtet sich als Lobbyist für Österreich und seine Bürger. Die FPÖ hat ja als erste und einzige Partei das Motto Österreich zuerst oder Österreicher zuerst, dann erst Europäer. Und ich würde dann noch hinzufügen, zuerst föderal und nicht zentral. Wichtig ist es mir als Unternehmer eben auch klar zu sagen, ich bin ein Lobbyist für die Unternehmer, ich bin ein Lobbyist für die Bürger, ich bin ein Lobbyist für Österreich, aber ein unbezahlter Lobbyist, jemand, der das aus eigenem Interesse macht, um eben die Zukunft für seine Kinder und für die Österreicher zu sichern. Als Unternehmer ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir in der Zukunft darauf schauen, dass wir in Österreich mehr Leute in die Eigenverantwortung bekommen, mehr Ausbildung für die Betriebe machen, weniger Ausbildung für Beamte.